Grüß dich! Heute würde ich gerne die Geschichte erzählen, wie Jesus zu seinem Namen gekommen ist. So habe ich es zumindest gehört. Die Weihnachtsgeschichte erzählt, wie es war. Sie wird über Generationen weitergeben, schon ganz viele Jahre. Und aber wie das nicht gibt, haben sie das Gefühl von der Kindheit, von der Unschuld, wenn man so will. Vom Baby in Krippe, so kalt und so arm. Nur der Ochs und der Esel halten den kleinen warm. Von der Maria und dem Josef, sie haben das Ding stehen lassen, waren damals schon hartherzig, es ist nicht zum Fassen. Von den Hirten sind ganz weit gegangen, wie sie den Stern gesehen haben, haben sie Laufen angefangen, mit Kas, Milch, Wein und Brot, alles so im Bachen, ein Gutter aus der anderen Patsche und sie ist ein paar Sachen. Von den Engeln, die rumfliegen und Stroh und den kleinen Putzer gerade ziehen, damit es nicht sticht, weil sie sich bitter am Draht. Und sie haben hinten mit dem Strohhalm eine Arschheibe getan. Von den Heiligen aus dem Morgenland, die nach der Geburt von ganz weit hergekommen sind, mit Weihrauch und Myrrhe, lauter gute Sachen, wollten dem Putze eine große Freude machen. Vorne beim Stall ist ein Murztrum Kurpfler gelegen. Die hat der schwarze König nicht gesehen. Steigt Eiche, es hat ihn fast aufs Grinde gekaut, und hat sich dabei sein gutes Brand versaut. Wollte anfangen als Fluchen, das ist ja nicht fein, vor allem bei so viel Heiligkeit muss es stark sein. Drum sagt er auf Englisch Gott, Jesus Christ! Versteht nicht, warum die Kuh genau da her scheißt. Maria hascht es und dreht sie um. Josef, der Name, der gefällt mir, der ist nicht dumm, so nennen wir ihn seinen Buben. Ich meine, dass das viel netter war, als wäre was die Schwiegermutter gemacht hat, abtun. So man ist zugegangen. Zumindest meine ich, dass das so war. Vierte, bis zum nächsten Mal.